Hörst du mich hören? Ja, kann ich hören. Wer ist da? Hassan, bist du das? Wie bitte? Hassan! Was für Hassan? Bist du nicht Hassan? Nein. Wer ist da? Da, ich bin der Markus Fischer. Ach so. Sie sind auf der Seite online bei uns. Welche Seite? Pornhub? Für Online-Investitionen. Sie sind gerade online. Ja, ja, angucken, nicht angucken, ja. Ist das Problem? Darf man nicht gucken? Gucken? Wieso sprichst du so gucken? Warum ich nicht weiß sagen? Ich weiß ganz genau, dass du kein Ausländer bist. Wieso du bist so die Stimme? Und du bist keine Deutsche. Warum du falsche Namen haben? Du bist Türke. Ich bin kein Türke. Und du hast falsche Namen. Du bist keine Markus Fischer, right? Wenn ich falsche Namen habe, also wieso hast du dann falsche Namen? Brauchst du dich nicht mit deinem richtigen Namen einzumelden? Ne, bei Kriminellen das nie machen, right? Callcenter Crusher, ne? Ne, Telefonzieger, right? Telefonzieger. Right. Schön. Crusher, hat Crusher auch einen indischen Charakter, Zuschauer? Right? Wie viel Zuschauer hast du denn? Jetzt gerade nur meine Katze, right? 14? 3, 14, wie viel hast du denn? Gar niemand, das ist nicht live. Na, wie viele Zuschauer hast du denn sonst, so, wenn du live gehst? So? Ich mach keine live, ich immer nur aufnehmen. Ach so, stimmt, ja. Du nimmst ja die Videos auf und du lädst sie auch. Right. Lohnt es sich überhaupt? Ja, klar, weißt du, jede Sekunde, was hier keine Leute. Das? Nein. Nur Ruhm und Ehre, right? Bekommst du Geld dafür? Na klar. Echt, ja? Was kann man dabei verdienen? Oh, da darf ich nicht drüber sprechen, right? Da bin ich unterschreiben. Wieso denn nicht? Vielleicht ende ich auch meinen Job. Ich glaube nicht. Das wie du. Ich glaube nicht, du hast so keine Talent, wenn du bist bei Criminal Call Center, right? Ah, ich habe keine Talent. Ja, sonst würdest du da aber nicht arbeiten. Um ehrlich zu sein, braucht man kein Talent, oder? Um zu lügen, da braucht man ein Talent, oder nicht? Nein, Lügen ist traurige Arbeit. Oder nicht? Du brauchst deine Stimme nicht zu verstehen, ich kenne doch deine Stimme, Mann. Welche ist meine richtige Stimme, right? Soll ich wieder Russisch sprechen, oder lieber wie der alte Mann? Ich weiß auch, dass du ein Russe bist. Ja, gut, da kann ich ja normal reden, ne? Der Russe, der sich plötzlich akzentfrei spricht, ne? Wenn er einen alten Mann spielt, genau. muss ein richtiger Russe sein. Ein Russe, der das R richtig sagt wie ein Mann und nicht wie ein Kartoffel. Da, du weißt aber schon, dass Kartoffel aus Amerika kommt, ja? Kartoffel kommt nicht aus Amerika. Natürlich kommen die aus Amerika, siehst du, da sieht man schon, dass du nicht in der Schule gewesen bist, Blärt. Was blind, Alter? Denkst du, nur in Amerika gibt es Kartoffeln, Mann, du Dummer? In Europa gab es im Mittelalter und bis ins, was war's, 15. oder 16. Jahrhundert keine Kartoffeln. Die haben die aus Amerika importiert. Was? Um die Nahrungsmittel. Ja, klar. Welche Bücher hast du falsch gelesen, Mann? Welche Bücher kannst du lesen? Wie in Idiotenschrift mit Bildern, oder? Ich lese keine Bücher, Mann. Ich lese keine falsche Information. Ah, falsche Informationen. Gib doch mal bei Google ein, falls du schreiben kannst, Herkunft Kartoffeln. Dann sagt er dir das. Natürlich kann ich nicht schreiben. Ne? Siehst du? Wie hab ich auch sonst Deutsch gelernt? Das weiß ich nicht. Man kann ja auch eine Sprache lernen, ohne sie zu schreiben. Also ich kann ja auch Russisch sprechen, aber kein Kyrillisch schreiben. Das ist ja auch ein Unterschied. Ja, weil du hast das zu Hause gelernt. Du bist ja in Deutschland geboren, ich nicht. Ja, siehst du. Aber dann den deutschen Namen. Cool. Wo kann man den kaufen? Bei Flohmarkt, oder? Ne, brauchst du nicht kaufen. Brauchst du nicht kaufen, einfach ausdenken, ne? Freundin ausdenken, wie beim Rainer. Wie beim Rainer, genau. Zu den Rainer? Und wo hast du denn gar nicht gekauft? Wo habe ich was nicht gekauft? Nicht was nicht gekauft, sondern den gar nicht, den Namen gar nicht. Achso, ja, weil... Wie bist du auf diesen Namen gekommen? Ich habe einfach die Katze über die Tastatur laufen lassen. Das ist dabei rausgekommen. Die Katze? Ja, die Katze war es. So eine Katze? Na, meine Pussycat ist gerade noch schlafen. Ich meine nicht die Frau von dir. Ja, ist so. Eine von den 17. Von den 17? Ist so. Willst du die 18. sein? Bist du eine Katze?
Nein. Ich kann dich gerne ficken, ja, wenn du möchtest. Ach, du stehst auf Tiere, Alter. Das ist ganz oft bei euch im Callcenter so, ne? Bis ich kenne mal ein Video, da hast du mal den einen gefragt, ob er arbeiten suchen will, also in eine Schuhfabrik. Genau, natürlich erinnere ich mich daran. Willst du die Arbeit haben? Der Job ist noch zu haben. Nee. Aber für Leute wie dich. Ganz gut hier mit. Ja, was du bekommst und was du verdienst, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wieso, was ich bekomme und was ich verdiene? Wo ist der Unterschied? Naja, was du bekommst, ist die Kohle aus dem Diebstahl und was du verdient hast, ist vom Tal auf die Fresse. Das ist der Unterschied. Auf die Fresse? Denkst du, kannst du mich auf die Fresse hauen? Oh, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wo wohnst du? Kannst du kämpfen? Ich bin kasachischer Brunnenkämpfer, Alter. Ist doch scheißegal, Kasachen. Ja, und? Was sind denn Kasachen? Das sind die, die dich fertig machen, oder der eine davon. Ich komme alleine, du auch. Denkst du das? Aber du mit Sicherheit, deine Freunde können mich wegschlagen, aber du mit Sicherheit nicht. Oh, da, wenn du wüsstest. Ich schwör's dir. Komm mal, Berlin, Mariendorfer Damm, 179. Da können wir kämpfen, Alter. Berlin denn? Welche Berlin wohne du? Alle TikToker sagen, komm nach Berlin, weil nur da irgendwelche Kennex und Großfamilien sind. So, ich sage zu dir, komm nach Naumburg. Naumburg, wo ist das denn? Naumburg. Wo ist das? Weißenfels. Sag ich, kenn ja, groß, ja, Erfurt. Erfurt sagt mir schon was. Sagst du nein. Bist du gar nicht in Türkei oder was? Was für Türkei? Ich bin doch kein Türke. Na, du hast so Akzent und Sprachweise und die gleichen Grammatikfehler, die typisch sind. Darum hätte ich jetzt gedacht, du bist ja, Türke. Das ist scheißegal, weil ich bin doch kein Deutscher. Das ist meine zweite Sprache. Und ja, trotzdem. Ich bin froh damit, die zu kennen. Und die nutze ich jetzt auch aus. Ja, um Menschen abzuzocken, das ist richtig scheiße, ja, Alter. Warum bist du nicht Übersetzer für deine Botschaft, Alter? Hast du eine ehrenvolle Arbeit und kannst Geld verdienen? Damit nimmt dich keiner auf. Also, wie damit nimmt dich keiner auf? Gehst du zur Botschaft deines Landes, du wirst dir nicht sagen, wo du herkommst, sagst hier, ich spreche unsere Sprache und ich spreche Deutsch. Kann ich für euch arbeiten? Übersetzung, Visa, Formulare, alles. Was meinst du, wie die sich freuen? Warum hast du so einen Scheiß stattdessen? Dafür braucht man besseren Deutsch, als ich hab. Ja, also ich behaupte mal, der Großteil der Botschafter, mit denen ich schon gesprochen habe, die haben einen ganz schlechten Akzent, da würdest du besser sprechen. Versuch mal, den indischen findest Botschafter anzurufen, ist ja, so. Ja, peinlich, findest du das? Also man versteht dich besser als so manchen, der hier in der dritten Generation lebt. Du könntest was draus machen. Und stattdessen sitzt du da und nimmst den Leuten, die dir hier die zweite Sprache geschenkt haben, die Kohle weg. Guck mal, mein Lieber. Ich habe ja keine andere Chance gehabt. Also, warum nicht? Denkst du, würde ich das machen? Wieso keine andere Chance? Du kannst die Sprache, bist hier scheinbar aufgewachsen. Hier ist doch das fucking Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Du hast dich entschieden, kriminell zu werden. Man kann auch mit 20, 30 noch zur Schule gehen. Ich gebe Deutschland das zurück, was sie mir gegeben haben, sage ich nur mal so. Ah, indem du sie bestiehlst, oder was? Genau. Das ist ja klasse. Was der Staat zockt dich nicht ab in Deutschland? Wie hat der Staat dich denn abgezockt? Wenn du sagst, die Arbeit, die du jetzt machst, die wird ja bestimmt nicht steuerrechtlich irgendwie abgerechnet. Das ist ja alles schwarz. Es muss ja nicht, dass sie mich abgezockt haben wegen Geld. Sondern alles andere. Mein Leben zerstört zum Beispiel. Wie hat der Staat denn dein Leben zerstört, wenn du dich freiwillig entschieden hast, hier zu leben? Ganz genau. Du bist auch nicht froh mit dem Staat, wo du lebst. Wer sagt das? Sei so ehrlich. Wenn ich ehrlich bin, ist definitiv nicht alles gut, aber nichts ist eine Rechtfertigung, wenn du den Staat, in dem du lebst, scheiße findest, die armen Menschen, denen es genauso geht wie du, denen das Geld wegzunehmen. Das kannst du mir nicht erzählen. Na. Wenn du in der Lage wärst, wie bei mir, dann, ich glaube, du hättest auch nichts anderes gemacht. Dann erzähl doch mal, was ist denn deine Rechtfertigung dafür, Menschenleben kaputt zu machen, Menschen in den Selbstmord zu treiben? Selbstmord zu treiben, komm. Ja, ist so, ja. Überleg dir mal, da verliert einer sein ganzes Geld. Nein. Das wird zu viel. Für 250 Euro bringt sich keiner um. Du weißt doch selber, dass das nicht bei 250 Euro aufhört. Dann geht das weiter mit, ja, sie haben 3.000 gewonnen, wenn sie jetzt nochmal 1.000 investieren, können wir 10.000 machen und das geht immer weiter. Kannst mir nicht sagen, aber dass sie bei 250 aufhört, das ist Quatsch. Das mache ich nicht. Und was ist, wenn deiner Mutter einer 250 Euro wegnimmt, ist das in Ordnung für dich? Nein, da geht's doch ums Prinzip. Ordnung, aber wenn sie da rauffällt, kann ich auch nicht dafür. Meine Mutter geht bestimmt nicht auf irgendwelche Seiten, die nicht kennt, irgendwelche Gelder auszugeben. Komplett sinnlos.
Natürlich ist das komplett sinnlos, aber wenn Leute, du sagst, du bist verzweifelt und hast darum dich entschieden, kriminell zu werden, gibt es auch Leute, die nehmen ihr letztes Geld in die Hand und versuchen auf ehrliche Weise Geld zu verdienen, zum Beispiel mit einem Investment irgendwo. Die sind genauso scheiße dran wie du und du zockst die Leute ab, die genauso schwach sind wie du. Ist doch scheiße, anstatt dass man sich gegenseitig hilft. Ich zock sie nicht ab. Na doch. Ich helfe dir weiter beim Investieren. Ach, das ist doch Quatsch, komm. Was danach passiert, passiert nicht von mir. Ja, aber du weißt genau, was mit der Kohle passiert, die da hinkommt. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du hier der heilige St. Christopher bist, der hier der Finanzexperte ist. Wenn du sagst, du hast keine andere Chance, als kriminell zu werden, dann hast du das bestimmt nicht studiert, Alter. So ist das Leben, Mann. Ja, aber du kannst doch was... Du hörst dich wie... Du bist doch höchstens... Du bist doch höchstens 25, Alter, oder? Ja, kann sein. So. Auch erzähl. Wenn ich irgendwann erwischt werde, ich werde dafür gerade stehen und ich habe das nicht ohne Grund gemacht, ich mache das wegen Geld, weil ich das Geld brauche. So, anders kann ich das nicht machen. Ich will nicht mit Gras dienen, mit Kokain dienen. Ich will nicht, sag ich mal, die Menschen, ich verletze die Menschen zwar, ne? So, von der Seele her, von der Geist her, aber nicht körperlich. Ah, du weißt aber auch, dass das Geistiges und Seelisches sehr schwere körperliche Auswirkungen haben kann. Depression, Suizid, alles mögliche, Trunksucht, was das alles auslösen kann. Aber es ist dir egal, oder was? Aber wie viel Geld brauchst du denn, dass du nicht mit einer normalen Arbeit über die Runden kommst? Wenn ich jetzt mal überlege, ich habe heute zum Beispiel gesehen... Das Mindeste. Ja, erzähl mir, hau mal, ich weiß ja nicht, wie du heißt, wo du herkommst, wie alt du bist. Sag mir mal, was verdienst du in einem schlechten Monat? In einem schlechten Monat? Boah. Hau eine ungefähre Zahl raus. 1500. 1500, dann sage ich dir jetzt mal, ich war vorhin einkaufen, das ist mein freier Tag heute, bin ich bei Lidl lang gelaufen. Lidl zahlt dir 19 Euro die Stunde als Ungelernter, wenn du deine Regale einräumst. Guck mal. Da kommst du auf weit mehr als 1500. Du hast gesagt, ich soll nach Nauenburg kommen. Ist das jetzt auch schon in der Türkei oder was? Ich bin nicht in Deutschland. Hast du vorhin behauptet? Ich habe nicht gesagt, dass ich in Deutschland bin. Ich habe gesagt, komm mal nach Nauenburg. Ja, was soll ich, wenn du da nicht da bist? Soll ich mir die Stadt angucken, oder? Genau. Ja, das bestimmt. Sehen, wie Sachsen-Anhalt, ich sag dir, in Sachsen-Anhalt bin ich auf, was heißt aufgewachsen, nach Deutschland gekommen, 7 Jahre lang da gelebt und dann bin ich abgeschoben worden. So, ich habe die Sprache da gelernt, ich habe eine Ausbildung da gemacht und ich durfte aber nicht weiteres machen, ich wurde abgeschoben. Aber warum? Bestimmt nicht, weil du überall Blumen verteilt hast, oder? Ich, mein Land war ein sicheres Land sozusagen. Ich habe kein Asyl bekommen, ich habe keine Arbeitserlaubnis bekommen. Ja, ist schlecht, aber meine Güte, immer noch kein Grund, die Leute hier abzuzocken, oder? In deinem Land gibt's doch auch Regeln, da darf ja auch nicht jeder einwandern und sagen, hier bin ich, gib mir Geld, oder was? Nee, das nicht. Siehst du? Ich finde, man sollte auch alle abschieben, die nicht arbeiten wollen, die nicht arbeiten gehen, die keine Ziele haben. So. Ich war ein Kind, als ich da gekommen bin und hatte Ziele. Wollte was erreichen, wollte für meine Familie was erreichen. So. Und ist die heute stolz auf dich? Auf den Weg gelegt. Und ich sag dir, ich nicht rumzuholen wie so ein Mädchen, die haben meinen Kopf da sehr dolle gefickt, sag ich mal so. Und ich nutze das jetzt aus. Mit jedem. Jeden, der aus diesem Land kommt. Ist ziemlich scheiße, da oder? Ist scheiße, aber ist die Wahrheit. Das ist jetzt so, als ob du sagst, jeder Amerikaner ist scheiße, weil mir einmal ein Amerikaner die Geldbörse geklaut hat. Das ist das gleiche Prinzip. Hat dir das einer? Nein, aber nur mal so zum Vergleich. Du sagst, ein Deutscher, und zwar der, der den Stempel gemacht hat, du darfst hier nicht bleiben. Der hat dir was Böses getan, jetzt sind alle Deutschen deine Feinde. Es war nicht nur einer. Ich finde, das war einfach das Bundesland, deswegen hatte ich schlechte Chancen. Du sagst den anderen, voll das Nazi-Bundesland. Und keine Ahnung, Mann. Wenn du in meiner Lage wärst, weiß ich nicht, wie du reagierst hättest. Wenn du ganz allein, ich weiß nicht, bist du ganz allein, du bist ja in Deutschland geboren, ne? Hast du gesagt. Das ist richtig, ja. Stell dir mal vor, du kommst mit 15 Jahren nach Deutschland ganz alleine. Deine Eltern sind in Russland oder Kasachstan. Und dir werden immer wieder Steine auf den Weg gelegt und du musst irgendwas tun.
Na, es gibt so ein Sprichwort, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welcher Philosoph das gesagt hat, aber der hat gesagt, wenn man dir Steine in den Weg legt, dann baue etwas Schönes daraus. Man kann immer etwas Schönes aus allem machen, oder? Man wird halt kriminell, Alter. Ich meine, das ist doch nichts fürs Leben, Mann. Hast du später keine Rente? Stell dir mal vor, wenn du mal Kinder hast, die sagen irgendwann, was hast du denn dein Leben lang gemacht, Papa? Ja, ich habe den Leuten das Geld weggenommen. Weiß deine Familie, was du machst? Sind die da stolz auf dich für, oder? Nee, die wissen das nicht. Was würden die machen, wenn die es wissen würde? Ja, natürlich, die wollen ja nicht, dass ich das mache. Ja, guck mal, das ist also irgendwie, ist es so, die ganze Welt sagt, das, was du machst, ist schlecht, außer der Typ, der dich da hingesetzt hat und du selber. Das muss doch irgendwas bei dir auslösen. Ich hat niemand hier hingesetzt. Ich bin selber hier drauf gekommen, weil das ist das bestbezahlte Job hier. Ich tippe jetzt mal auf Kosovo, Bulgarien irgendwo so die Ecke. Bin ich da richtig bei dir? Kosovo nicht, Bulgarien auch nicht. Aber so die Ecke stimmt, Osteuropa, oder? Osteuropa auf jeden Fall. Osteuropa stimmt, ja klar, weil du gesagt hast, sicheres Herkunftsland, kannst nichts in Übersee sein, aber meine Güte, ich hab Kollegen aus Rumänien, ich hab Kollegen aus Tschetschenien, da kannst du in der Touristik arbeiten, da sind so viele Touristen aus Süd- und Mitteleuropa im Osten, da kannst du mit deinen Sprachkenntnissen was machen, du kannst ja scheinbar auch ein bisschen rechnen, du kannst sprechen, mach da doch was draus, verdammt, du hockst hier und ruinierst jeden Tag Leben, und zwar nicht nur das von den anderen, sondern auch dein eigenes. Ich weiß ja nicht, ob du an irgendwas glaubst oder so, aber Wenn du jetzt ein Türke gewesen wärst, hätte ich gesagt, das ist total haram, was du machst. Selbst dein Gott verachtet dich dafür. Und ich sage wie dieser Schwarze, der die Schuhe bei Moschee geklaut hat. Haram, aber egal. Nochmal, wer hat Schuhe geklaut? Kennst du diesen ein Video? Da ist ein Schwarzer, der Schuhe verkauft. Und er sagt ihm, wo hast du die Schuhe her? Und er sagt so, alles von Moschee geklaut. Haram, aber egal. Ja, okay, beim Freitagsgebet, da müssen die ja die Schuhe ausziehen, bevor die... Ja, okay, verstehe. Und das war böse. Ja, aber guck mal, im Endeffekt ist das, was du machst, nichts anderes. Nur, dass du keine Schuhe klaust, sondern Existenz. Arbeiten gehen, verdammt. Guck mal, du hast mir gerade gesagt, du bist 7 Jahre in Deutschland gewesen. Dafür sprichst du besser als Leute, die hier 40, 50 Jahre leben. Ja, Tourismus! Mach technischen Support oder sonst irgendwas! Ich habe so oft gehört da in Deutschland, aber das hat mich nicht weitergebracht. Gar nichts, nirgendwo. Ja, ist aber immer noch kein Grund, jetzt jeden, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, als Feind zu betrachten, oder? Nicht als Feind, Mann. Na doch, wenn du sagst, hier, du bist ein legitimes Ziel, damit ich dir das Geld wegnehme, das macht man nicht mit Leuten, vor denen man Respekt hat, und vor Leuten, die man gern hat. Das macht man mit Feinden. Oder was? Oder klaust du deiner Mama auch das Geld? Nee. Siehst du? Mann, Alter, überleg doch mal, was du machen kannst. Tourismus, irgendwas mit Übersetzen, irgendwas mit Fremdenführung, mit technischem Support oder was auch immer. Guck mal, Google, Microsoft, die suchen immer Tech-Support-Agenten. Die hocken dann zwar irgendwo auf den... Na, wie heißt diese Insel da vor Griechenland? Ich komme gerade nicht drauf. Ich muss jetzt. Tschüss. Ah, ruf mich nochmal an, verdammt. Wir müssen dich retten. So offen hat lange keiner mit mir gesprochen. So offen hat lange keiner mit mir gesprochen. Muss ich tatsächlich erstmal ein bisschen sacken lassen. Alles, was ich ihm jetzt gerade gesagt habe, das meine ich ernst. Er kann wirklich gut Deutsch. Er kann mit Sicherheit mit diesen Deutschkenntnissen noch irgendetwas anfangen. Auch wenn die gesagt haben, hier nix Passport, wird schon seine Gründe gehabt haben. Wenn es auch nicht bei allen immer richtig ist in meinen Augen. Irgendwo kommt diese Entscheidung hierher und irgendwo ist die begründet, und kann natürlich nicht sein, dass man deswegen jetzt sagt, die scheiß Deutschen, die haben mir das Leben zur Hölle gemacht und mein Leben kaputt gemacht, darum zocke ich die jetzt alle ab. Aber das ist leider bei vielen der Grundtenor, der nie so intensiv jetzt beschrieben wird wie von ihm, aber man hört es oft raus, dass es heißt, die scheiß Deutschen sind an allem schuld. Und ich denke, ja super. Irgendein Trottel in der Staatskanzlei oder irgendein Bundeskanzler macht irgendwas, das dir nicht gefällt, alle deutschen Feinde. Wie das Beispiel mit dem Amerikaner, das ich gebracht habe. Oder um sein Beispiel zu nehmen, ein Afrikaner klaut vor der Moschee Schuhe. Dann, wenn deswegen jetzt alle Afrikaner doof wären oder umgekehrt, dann die Welt würde ja nur noch aus Krieg und Chaos bestehen. Echt schade. Also, du kennst meine Sachen ja scheinbar, Junge. Wenn du das hörst, schreib mir gerne nochmal. Wir finden absolut mit Sicherheit irgendetwas,
wo du arbeiten kannst, ohne dein Leben, deinen Anstand, deine Ehre zu verlieren, wo deine Familie stolz auf dich sein kann und wo du irgendwann selber in den Spiegel guckst, nicht irgendwie versteckt hinter Kapuzenpulli und Sonnenbrille, sondern vielleicht mit Anzug und Krawatte und sagst, ja, ich habe was aus mir gemacht. E-Mail-Adresse steht in der Textbeschreibung. Lass von dir hören. Und den anderen vielen Dank für das Video und das ist ein wichtiger Grund, genau damit hier weiterzumachen.